neue Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Verwandte, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Sicherheit liebe Gäste. Mein Name ist Martin Bürg, ich bin hier jetzt seit 12 Jahren Schulleiter an der Karl-Weibrecht-Schule und heute ist meine einzige Aufgabe, euch, sie hier zu begrüßen. Momentan seid ihr noch die Großen an eurer Schule, jetzt, und nach den Sommerferien seid ihr dann wieder die Kleinen, aber 4, 5 Jahre später seid ihr dann wieder die Großen und so geht es dann wohl die ganze Zeit weiter. Und klein sein ist auch gar nicht so schlimm, ich bin 1,74 Meter, mir geht's gut. Wie ihr seht, haben sich unsere Schülerinnen und Schüler schon ganz doll Mühe gegeben, euch einen warmen Empfang zu bereiten, um euch ein bisschen Musik zu spielen, um euch zu zeigen, dass ihr hier willkommen seid. Und dafür schon mal meinen herzlichen Dank an euch. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße euch und ich begrüße Sie, liebe Eltern, im Namen des Fördervereins ganz herzlich an der Karl-Weibrecht-Schule. Der Förderverein wurde vor 25 Jahren von Eltern gegründet, um die pädagogische Arbeit der Schule finanziell unterstützen zu können. Ich bin die Schulelternbeirätin hier und ich bin heute eigentlich nur hier, um Werbung für den Förderverein zu machen und um ihn zu unterstützen. Und auch ich begrüße natürlich die Schüler und Schülerinnen und die Eltern. Nächstes Jahr gehen die 10. Ich habe also auf den ersten Blick erstmal gar nicht so viel mit euch neuen Kleinen, wie der Schulleiter ja schon gesagt hat, zu tun. Aber ich bin auch aktuell zuständig für den Nachmittagsbereich, fürs Ganztagsangebot. Und dazu möchte ich ganz gern ein paar ganz wenige Worte sagen, weil ich weiß, dass das Eigentliche, was ihr wissen wollt, ist, wer sind meine Mitschüler, wer sind die Klassenlehrer, wie sieht unser Klassensaal aus. Deswegen machen wir es ganz kurz. Es gibt so einen kleinen Flyer, Ganztagsprogramm 23/24, also nächstes Schuljahr. Da steht alles drin, da können Sie alles in aller Ruhe sich mit Ihren Kindern oder Ihre Kinder allein durchlesen, durchgucken, Bilder anschauen, was wir so anbieten. Das heißt, deswegen kann ich mir jetzt auch die Kurzfassung leisten. Zum spannenden Teil. Erstmal ganz herzliches Willkommen allen neuen Fünftklässlern, den Eltern, den ehemaligen Schülern und so weiter und so fort. Ich freue mich, dieses Jahr tatsächlich 78 neue Schülerinnen und Schüler hier begrüßen zu dürfen. So voll war es schon lange nicht mehr und es macht besonders viel Freude, so volle Hallen zu haben.
bevor ich jetzt aber noch irgendwas sage, erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere Schulband. Ihr wart großartig. Einen riesen Applaus bitte. Ja, so, und jetzt wird's spannend. Jetzt geht's nämlich darum, wer ist mit wem, in welcher Klasse, wer ist mein Klassenlehrer. Ja, da sind schon etliche ganz aufgeregt. Ihr nicht so voller Spannung in die Ferien startet, lernt ihr jetzt euren Klassenlehrer kennen, lernt ihr schon mal ganz kurz eure Klassenkameraden kennen und sogar schon euren Klassensaal. Dann habt ihr nämlich schon mal vor den Ferien, könnt ihr entspannen, ihr wisst schon mal, wo ihr ungefähr hin müsst. Ja, das ist eine große Schule und man verläuft sich ganz leicht. Aber dafür haben wir in den ersten 3 Tagen unsere Orientierungstage. Da lernt ihr nochmal genauer die Schule, natürlich nochmal genauer eure Klasse kennen und so weiter und so fort. So, dann kommen wir auch schon zur 5a und da möchte ich gerne den Klassenlehrer, den Herrn Breitwieser, einmal hier vorbitten. In der Klasse 5a ist... So, und ich bitte Sie hier gerade noch kurz zu warten, bis alle ihre Klasse gefunden haben. Und dann sind Sie natürlich herzlich willkommen oben auf dem Pausenhof, wo Ihre Kinder auch wieder rauskommen. So, dann kommen wir zur Klasse 5b. Da möchte ich einmal gerne die Frau Knierin hier vorbitten. Und in der Klasse 5b ist der Chan Cha hier. Die Hanna Flexenhaar. Marie. Die 5c, der Herr Götz, bitte. In der 5c ist die... Gut, dann ist die Klasse 5c auch vollständig. So, und dann einmal bitte den Herrn Grosch, das ist die Klasse 5d. Und in der Klasse 5c...